Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy XIV Stormblood, und zwar zur gelehrten Jobklassenquest ab Stufe 68 geht's also nun weiter, und mich freut es natürlich, dass ihr Interesse habt, um dem zu folgen. Ja, und wo waren wir stehen geblieben? Für die Leute, die die letzten Folgen verpasst haben, gebe ich nochmal kurz die Informationen raus. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch die Playlist der sämtlicher gelehrten Jobklassenquests ab Stufe 50 bis Stufe 70. Also schaut mal vorbei, falls ihr was verpasst habt. Und für die Leute, die natürlich fleißig zugeschaut haben die letzten Male, die haben schon gesehen, was ist denn da los? Da haben wir doch so ein heißes Gefährt gefunden oder gesehen. Das war ein Mühlenbruch, glaube ich, gewesen. Und das war hier dieses Mount, was ich gerade habe. Das ist der sogenannte Falke. Und ja, den gibt es, wenn man genug Spieltage sozusagen erkauft habt hier im Spiel Final Fantasy XIV. Und ich glaube, das war einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, zwischen... was war es gewesen? Juli und Oktober, glaube ich, 2017, wenn man da 90 Spieltage erkauft hat, dann hat man dieses Mount bekommen. Und das habe ich letztes Mal ja, wie gesagt, in Mühlenbruch gesehen. Und da hat ein anderer Spieler das gehabt. Hab gedacht, also eigentlich habe ich doch auch hier noch Spieltage schon gekauft. Das müsste ich eigentlich auch schon haben. Ja, und dann bin ich mal schnell zum Briefkasten gehuscht und habe gesehen, ja, da liegt es ja schon seit ein paar Tagen im Briefkasten. Und so schaut es also auch aus, wenn ich damit rumfahre. Es ist sehr amüsant. Also es ist nicht nur ein Bodenmount, sondern man kann damit auch fliegen und anscheinend auch unter Wasser fahren. Oder driften oder schwimmen, wie noch immer, oder gleiten. Und das ist der sogenannte Falke. So heißt dieses Mount. Und viele Leute, die halt vielleicht noch nicht so viele Spieltage sich erkauft haben, da sei auch nochmal ganz kurz gesagt, dieses Mount würde es wohl auch später im Mokri-Shop auch für, ja, Echtgeld auch nochmal geben. Irgendwann einmal. Gehe ich mal fest davon aus. Ja, aber das nur kurz dazu. Ich würde sagen, wir blenden das Interface ein und legen jetzt mal wirklich los von der Jobklassenquest des Gelehrten ab Stufe 68. Da sind wir stehen geblieben. So, einmal abmauten. Ja, und was hat sich sonst noch getan, außer ein neues Gefährt? Ich habe natürlich auch ein neues Outfit mal hier mir zusammen geschustert. Und zwar ist dies das ab Stufe 67er Outfit des Druiden, sprich Gelehrten, welches man in der Instanz, wo war es gewesen? Ich schaue nochmal kurz. Ab 67, Burg Doma. In Burg Doma könnt ihr hier diese Ausrüstung bekommen, des Gelehrten, das komplette Set. So schaut's aus. Wie gesagt, mir war es sehr wichtig, euch das auch mal zu dokumentieren, wie so die einzelnen Sets der Klassen aussehen. Also ich denke mal, das ist auch mal recht nett zu wissen, wie so die Entwicklung hier im Spiel Final Fantasy XIV ist, auch rein optisch. Gut, was hat sie sonst noch getan? Ja, wie gesagt, ab Stufe 68 geht's weiter. Das bedeutet, wir haben auch jetzt neue Fähigkeiten bekommen. Oder gesagt, eine neue Fähigkeit. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So, wo haben sie denn? Unter Job. So, also ab Stufe 66 gab es eine neue Fähigkeit mit dem Namen kritische Strategie. Und das bewirkt Folgendes. Du erhöhst die Rate, mit der das Ziel kritische Treffer erleidet, um 15%. Dauer 15 Sekunden. Hat eine Reaktivierungszeit von 120 Sekunden. Also einen recht hohen Cooldown, aber trotzdem ein sehr schöner Skill. Nicht nur, um meinen eigenen Damage voranzutreiben, sondern auch mal den Damage der Gruppe. Besonders am Anfang des Fights, natürlich bei Bosskämpfen, sehr gut anzuwenden, wenn halt wirklich ordentlich Damage gefahren wird. Und natürlich auch im Laufe des weiteren Kampfes immer auf Cooldown. Ich denke mal, speziell bei Bossen ist das recht praktisch. Bei Trash-Mobs ist es, glaube ich, jetzt nicht so effizient, also wirklich eher bei großen Single-Targets. Ja, aber sehr cool, das heißt also auch da wird der Gelehrte nicht nur weiter als Heiler gesehen, sondern hat auch eine Support-Funktion in Richtung Damage-Output. Und das ist recht cool, muss ich sagen, gefällt mir, und wie das in Aktion ausschaut, dieser Skill, das werden wir auch gleich, denke ich mal, im nächsten Kampf halt sehen. Was gab es denn noch Neues? Unter Eigenschaften gab es auch noch einen neuen passiven Skill. Das war hier beschleunigter Ätherfluss. Und diese Eigenschaft bewirkt Folgendes. Verkürzt die Reaktivierungszeit von Ätherfluss um 5 Sekunden, wenn ein Ätherfluss verbrauchtes Kommando ausgeführt wird. Also auch sehr cool. Das heißt, schneller kommt man wieder an Ätherfluss ran, sobald man immer Fähigkeiten nutzt, die dies verbraucht. So, also sehr cool. So ist der Stand der Dinge. Ja, dann würde ich sagen, legen wir von der Story mal weiter los. Und wo war ich stehen geblieben? Nur mal kurz, wir waren ab Stufe 65, war es letzte gewesen, oder? Ich glaube ab Stufe 65. Da sind wir hier mit der Seetoto. Das ist ja hier unsere Tombury-Dame.
Mit der waren wir in Amderpor gewesen. Ja, in der Instanz Amderpor und haben dort verschollene Sachen von ihrem Vater gesucht, der halt vor vielen tausend Jahren verstorben ist. Und da haben wir auch eine Kiste gefunden. Und ja, da kam eine Fee raus entsprungen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Wie gesagt, für die Leute, die letzte Folge verpasst haben, schaut auf jeden Fall mal in der Playlist jetzt hier unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch die ganzen Folgen und wisst dann auch Bescheid. Gut. Dann wollen wir mal schauen, wie es hier der See Toto geht, denn die hat sich halt anscheinend etwas, ja, beansprucht. Die liegt hier irgendwo in den Zelten, ich weiß auch nicht. Die Wachen hier bei diesem Außenposten waren ja so nett und haben sie halt hier irgendwie in so ein Zelt gepackt, damit sie sich ausruhen kann. Die hatte wohl einen Schwächeanfall oder ist ins Koma gefallen, ich weiß nicht. Das heißt, wir fragen jetzt mal bei Alka Zolker, unserem netten kleinen Lalafell, wie die Situation ausschaut. So, und da gibt es jetzt auch eine neue Quest, wie gesagt, ab Stufe 68, mit dem Namen Verflixte Fee. Ja, ich bin gespannt. Also die Fee, die wir in der letzten Folge gesehen haben, ob das wirklich die ursprüngliche Form war oder ob diese Fee jetzt besessen ist von irgendeiner dunklen Macht, ich weiß nicht. Aber gut, schauen wir mal. So, und Alka Zolker sagt Folgendes: Es ist zum Verzweifeln. See Toto will einfach nicht aufwachen. Ihr Körper hat durch die Thornberry-Krankheit eine Änderung erfahren, als sie versucht hat, die Fee zu rufen. Es ist deshalb vermutlich zu einer ätherischen Überreaktion gekommen. Um Gottes Willen. Naja, glaubt zumindest Surito Carito. Normalerweise erholt sich der Äther mit der Zeit wieder, aber nun ist schon eine ganze Weile verstrichen und bei Setoto ist immer noch keine Besserung in Sicht. Tut mir leid, dich damit zu behelligen, Sarina. Aber könntest du vielleicht noch einmal bei unserem Freund am Bronzesee um Rat fragen? Ich möchte lieber hier bei unserer Patientin bleiben. Ja. Das hört sich nicht gut an. Okay. Ist die Frage, ob hier Surito Carito am Bronzesee uns helfen kann? Ich habe das Gefühl, dass der Alka-Zolker sich wirklich extreme Sorgen macht. Also, vielleicht hat er sich auch verliebt in die Seetoto. Kann ja auch sein. Ich meine, der hat ja schon so Anspielungen gemacht, dass hier Setoto so eine ganz hübsche Dame sei. Ich meine, das ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, so ein grüner Tambri, ob das jetzt dem Schönheitsideal entspricht normalerweise, weiß ich nicht. Aber es kommt ja auch gewisserweise auf die inneren Werte drauf an. Und vielleicht ist ja so ein Tombury auch sehr vertrauenswürdig. Ich meine, der hat so ein kleines Küchenmesser in der Hand, kommt mit kleinen Tapselschritten immer auf einen zu. Ich meine, wo die Liebe halt hinfällt. Ich will nicht wissen, wie das dann im Privaten so abläuft, dann zwischen Lalafell und Tombury. Ob es dann zu Streitereien kommt, wo da direkt mal das Küchenmesser ausgepackt wird. Ich würde eher Angst bekommen. Aber gut, wir schauen mal, was da draus wird. Und ich hoffe natürlich, dass wir Setoto wieder auf Vordermann bekommen. Ja, also eine ätherische Überreaktion. Na gut, schauen wir mal. So. Schlechtes Wetter mal wieder hier, Bronzesee. Ja, ich würde dieses Wetter mir wünschen im Real Life. Wobei ich auch sagen muss, jetzt wo ich gerade aufnehme, ist so der Sommer, glaube ich, 2017 einigermaßen vorbei. Und ich habe es euch ja schon oft gesagt. Also für mich ist diese Hitze und Zocken, das sind so zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Und ich genieße das gerade förmlich, dass es mal unter 25 Grad ist. Das war Mangelware die letzten Wochen und Monate. Und ich glaube, so langsam blühe ich auch wieder auf, was hier so die Motivation des Zockens betrifft. Ja, also ich erwünsche mir solch ein Unwetter bitte im Real Life. Vielleicht geht der Wunsch ja in Erfüllung. So, aber gut, ist auch wieder ein Thema für sich, kennt ihr ja. Gut, aber zuerst mal begutachten wir mal hier die Situation. Da haben wir den Surito Carito, unseren Ansprechpartner. Und wer ist denn daneben? Hanna Singh. Aha, ein kleiner Lalafell. Sieht auch süß aus. Ja, ein Neuling. Da sieht er das Pflänzchensymbol vor dem Namen. Oh, das ist ein Wiederkehrer. Ne, das war ein Wiederkehrer. Genau, das ist diese Powerflower-Blümchen. Vor dem Namen ist ein Zeichen dafür, dass es ein Wiederkehrer ist. Sprich, hat eine Pause gemacht im Final Fantasy und kam dann irgendwann mal wieder. Beim Neuling ist es einfach nur so eine kleine Knospe, kann man sagen. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt weiter zur Story. Also, mal gucken, was Surito Carito zu sagen hat und ob uns helfen kann. Und er sagt Folgendes: Setoto ist immer noch bewusstlos, sagst du? Ja, leider.
Beim Rufen einer Fee wird normalerweise Äther des Anwenders extrahiert, der sich dann als Fee manifestiert. Wird die Fee entlassen, fließt der Äther zurück zum Anwender. Zu einem dauerhaften Äthermangel wie bei Setoto kommt es daher nicht. Okay. Aber vielleicht habe ich die ganze Zeit eine falsche Fährte verfolgt. Ich bin davon ausgegangen, dass das Rufen der Fee fehlgeschlagen ist. Was aber, wenn es doch geklappt hat, nur nicht wie erhofft? Was, wenn Setoto in ihrem Wunsch, die Fee ihres Vaters zu treffen, zu viel Äther freigesetzt hat? Das kann sein. Und was, wenn die Fee sich teilweise manifestiert hat, bevor Setoto ohnmächtig wurde und ihr Werk vollenden konnte und sie aus Amdapur geflohen ist? In diesem Fall gäbe es nur ein Mittel, um Setoto aus ihrer Ohnmacht zu befreien. Und das wäre, jetzt bin ich neugierig, Layla muss gefunden und beseitigt werden, damit der Äther zurück zu Setoto fließen kann. Alka-Zolka muss das unbedingt erfahren. Was, wir sollen die Fee beseitigen? Also meinst du einfangen und dann irgendwie umpolen oder meinst du töten? Ich kann doch nicht die Fee töten. Vom Vater von Setoto, das geht doch nicht. Das ist ja auch eine Familienfee gewesen, haben wir in der letzten Folge erfahren. Ich kann doch nicht ein Familienmitglied von Setoto töten. Also, ich bin da nicht von überzeugt. Aber gut, wenn es die einzige Möglichkeit ist, um wirklich wieder Setoto, ja, wieder zu Bewusstsein zu bekommen. Schwierig. Aber gut. Das heißt, wieder zum Alka-Zolka. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich glaube auch, dass Setoto nicht gerade erfreut sein wird, wenn wir die Fee gekillt hätten. Oder killen würden. Nur um sie wieder... ja, fit zu bekommen. Ich weiß ja nicht. Also ich würde hier nie meine Fee irgendwie beseitigen. Das geht ja gar nicht. Die sieht so schön aus. Und begleitet mich auch schon so lange. Das geht ja nicht. Schwierig, schwierig. Na gut, mal gucken, was der Alka-Zolka dazu zu sagen hat. Ich glaube, der ist auch nicht begeistert. So, und Alka-Zolka sagt, ja, da bist du ja wieder, Sarina. Und... hatte unser Freund eine Idee? Ja, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ob du glücklich drüber bist. Mal schauen. Hä? Wir sollen die Fee finden und vernichten? Welche Fee? Jetzt wo ich so drüber nachdenke, erinnerst du dich an die purpurne Aura, die aus den Ruinen flog, als Setoto deinen Beschwörungsversuch unternahm? Vielleicht war das ja Layla. In ihrer unvollständigen Form. Ja, das kann gut sein. Sie sah zumindest nicht gerade aus wie eine Fee. Oder dieses Etwas. Nun ja, die ist doch bestimmt über alle Berge. Wie finden wir die jetzt? So, und da haben wir den Landel und der sagt, na, ihr seht ja reichlich bedrückt aus. Gibt's Neuigkeiten? Ja, wir suchen eine Fee. Hast du einen Vorschlag, wie wir drankommen? Und er sagt, hört, hört! Eine halbfertige Fee in Form einer lila Kugel? Ja, das trifft sehr gut. Und Alka-Zolka sagt, hast du sie etwa gesehen? Das nicht, aber in letzter Zeit haben viele meiner Männer behauptet, einen Geist im Wald gesehen zu haben. Die Berichte waren so zahlreich, dass man mich von oben dazu verdonnert hat, den Quatsch zu untersuchen. Jedenfalls passt die Beschreibung rund und lila. Und Alka-Zolka sagt, ich verschluck meine Axt, wenn das nicht Layla ist. Na, dann guten Appetit. Ich habe hier genug andere nervigen Kram am Hals und überlasse den Feentheater gerne euch. Und Alka-Zolka sagt, das musst du uns nicht zweimal sagen. Sieh's als Dank für die Aufnahme unserer Patientin an. Tja, ihr nehmt mir die Arbeit wirklich ab? Besten Dank, dann will ich euch mal sagen, was ich weiß. Geistersichtung gab es auf den oberen Pfaden um den Natterhain. Okay. Vielen Dank. Ach, nicht doch. Das Fräulein Tombury scheint schließlich in großer Not zu sein und die Leiden einer Dame kann ich
nicht als Hauptmann verkraften und auch nicht ignorieren. Ein Ehrenmann. So. Und Alka-Zolka sagt noch, Landenel gibt sich wirklich Mühe, ist zu verbergen, aber eigentlich ist er gar nicht ein so schlechter Kerl. Also gut, Sarina, wir suchen die Stelle ab, die er uns genannt hat. Übernimm du die oberen Pfade. Okay. Die Frage, die mir gerade mal durch den Kopf schießt, wenn eine unfertige Fee grundsätzlich so ausschaut, wie wir sie in der letzten Folge gesehen haben, sprich eine lilafarbene Kugel. Ihr wisst ja ganz genau, die Leute, die jetzt schon mal länger Final Fantasy spielen, es gibt ja auch viele Bosskämpfe, wo auch diese lila Kugeln aufploppen, die dann immer so implodieren oder explodieren, wisst ihr? Wo man ausweichen muss. Das, was man auch in der letzten Folge gesehen hat. Das haben wir auch in anderen Boss-Mechaniken schon oft gesehen hier im Spiel. Heißt das automatisch, dass diese lilafarbenen Blitzkugeln alles unfertige Feen sind, die sich noch nicht ganz, also nicht zu 100% manifestiert haben? Ist das so? Das ist eine wilde Theorie im Final Fantasy-Universum. Aber das könnte ja sein. Das ist wie dieser Chimera, wisst ihr? Ein Bossfight Chimera. Da gab es ja auch diese lilanen Kugeln, die auf einen zugeflogen kommen und explodiert sind. Ist das etwa ein Indiz dafür, dass das alles unfertige Feen sind, die irgendwie aggressiv sind? Ich meine wirklich, das ist gerade eine wilde Theorie, aber vielleicht stimmt's ja. Wer weiß, wer weiß. Gut, aber zuerst suchen wir mal nach dieser purpuren Flamme. So, was haben wir jetzt hier? Keine Spur von der Fee. Ich gehe davon aus, mal wieder, dass der dritte Zielort das Ziel ist. Das ist irgendwie immer so, oder? Ich meine, beim ersten gibt es nichts zu finden, beim zweiten auch nicht und beim dritten haben wir die Lösung. Oder das gesuchte Objekt. So, das heißt, wir stolzieren hier mal durch den Finsterwald, der gerade wirklich sehr finster ist. Aber trotzdem, ich finde, der Finsterwald ist schön. So, besonders mit dem Sternenhimmel, wenn einer da ist. So, nächster Zielort. Was haben wir jetzt hier? Ist so ruhig, so ungewohnt. So, keine Spur von der Fee. Ich sag's euch. Der dritte Zielort ist es. Das ist meine Prognose. Wenn das stimmt, dann werde ich irgendwie Wahrsagerin hier im Spiel Final Fantasy 14. So, warte mal. Den Fade machen wir jetzt mal nicht. Das heißt, wir gehen mal hier hoch. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Warte, ich kann mir aber währenddessen mal Protest mal buffen. Ich gehe davon aus, dass wir gleich auf jeden Fall einen Kampf erleben werden. Gegen diese Purpurenflamme. So, da haben wir den nächsten Zielort. Hier sind wir bestimmt richtig. Das sieht schon verdächtig aus. So, was passiert nun? Und da steht, du entdeckst ein verdächtiges Leuchten in der Luft. Ach was. Wo denn? Also noch leuchtet hier jetzt gerade nichts. Mal schauen. Als es dich bemerkt, stößt es einen grellen Schrei aus und stürzt sich auf dich. Uah! Was ist denn das? Purpur, Appa! Ich raste aus! Okay, warte, ich muss Schaden machen. Warte, zuerst mal zudotten. Einmal mit Miasma und dann anschließend mit Biora. Dann haue ich noch eine Schattenflamme unten drunter. Dann kommt die neue Fähigkeit. Kritische Strategie sieht so aus optisch. Sehr cool. Und das bedeutet 15 Sekunden... mehr Schaden auf den Gegner und jetzt heißt es mit hitziger Bravade dem purpuren Upper zuzusetzen. Ich meine, das Vieh sieht auf einer Seite etwas gruselig aus, aber auch faszinierend. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das sieht aus wie so ein untotes Wesen. Also rein vom Gesichtsausdruck. Aber kein Problem für uns. So. Wie schon zu erwarten, es ist etwas aggressiv, das Wesen. So, fertig. Da liegt es. Haben wir es jetzt echt getötet? Scheint so. Okay. Ja, war jetzt nicht allzu spektakulär. Also rein vom Kampf. Gut. Aber so ein Wesen habe ich zuvor auch noch nicht gesehen. Also zumindest war es ein komplett neuer Gegner. So was gibt es bis jetzt noch nicht in Final Fantasy oder gab es noch nicht in Final Fantasy. Zumindest nicht solch eine XXL-Fee, wenn man das als Fee betiteln kann. Denn es ist ja eigentlich eine unvollständige Fee. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen komisch. Aber gut. Wir haben das Wesen vernichtet.
und getötet, beseitigt, wie noch immer. Das heißt, wir fliegen zurück. Mit dem kleinen neuen Moped. Sieht irgendwie schon lustig aus. Gut. Mal gucken, was Alka-Zolka jetzt dazu sagen hat. Und ob wir dadurch jetzt wirklich unsere Seetoto ja, wiederbekommen. Mal schauen. So, und Alka-Zolka sagt Folgendes. Du bist zurück und etwas entdeckt? Ja, ich habe diese purpure Flamme gesehen und beseitigt. Ich habe tatsächlich ein lila Leuchten entdeckt, aber als ich mich draufstürzte, musste ich feststellen, dass es bloß ein Irrlicht war. Na, das war ein bisschen mehr als ein Irrlicht, was wir gesehen haben. Bei dir also auch eine Fehlanzeige? Verdammt, wo kann diese Fee nur stecken? Also war es doch nicht die Fee? War es auch ein Irrlicht, was wir besiegt haben? Ich bin verwirrt. So, da kommt hier auch die Wache an und sagt, ihr seid leer ausgegangen. Hätte ich mir denken können, aber keine Angst. Der gute Lanrael hat natürlich schon neue Infos parat. Die lila Leuchte verfolgt nämlich angeblich ein paar meiner Männer. Wie bitte? Und da stehst du hier seelenruhig rum? Naja, was soll ich denn da machen? Der Trupp ist ins historische Amdapor geflohen. Und das ist wegen der Miasma-Verseuchung Sperrgebiet. Für die Erstürmung brauche ich eine Genehmigung. Die ist bereits beantragt, aber ihr werdet euch noch etwas gedulden müssen, bis man die durchgewunken hat. Ja, aber da nimmst du aber schon ganz viel Arbeit an dich, Landel. Wie kommt's? Naja, ich erwähnte doch, dass ich eine Frau in Not nicht im Stich lassen kann, oder? Wir Starken müssen für die Schwachen einstehen. Oh. Wenn ihr an meiner Seite kämpfen wollt, dann zieht euch am besten warm an. Da drin wird sicherlich ungemütlich. Kein Problem, ich kenne mich aus. Und somit haben wir auch schon die Quest abgeschlossen. Das ging aber zügig. Ab Stufe 68 mit dem Namen Verflixte Fee. Ein bisschen Routine, ein bisschen Gil. Auftrag abgeschlossen. Ja, das war, glaube ich, so die kürzeste Jobklassenfolge, die ich je bestritten habe, oder? Also gefühlsmäßig ging das jetzt ratzfatz. Das wird irgendwie jetzt alles so schnell durchgeknüppelt, kommt mir vor. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also rein von den Kämpfen her. Ich meine, jetzt, die Folge war jetzt eher langweilig, was es betrifft. Na gut, ich konnte die neue Fähigkeit euch mal zeigen, hier kritische Strategie. Aber sonst, vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich gleich null. Ich meine, wir haben da gegen diese Flamme gekämpft, die aber anscheinend doch nicht die Fee gewesen ist. Und die Fee, die wir jetzt suchen, die ist im historischen Amdapor. Also nicht im normalen, wo wir waren, sondern jetzt im historischen, sprich der Hard-Mode von der Instanz. Das heißt, da geht es als nächstes hin. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass ab Stufe 70 dann mit der Jobklassen-Quest dann ein bisschen mehr Action ist. Gut, aber das heißt, das war es also auch schon gewesen für diese Folge. Und dann hoffen wir einfach mal, dass Seetoto auch beim nächsten Mal wieder fit am Start ist und uns begleiten kann ins historische Amdapor. Das würde ich mir wünschen. Und ja, dann war es das wie gesagt gewesen. Ich werde mich jetzt gleich noch ein bisschen umziehen, natürlich passenderweise für die Level 70er Instanz oder gesagt für die Jobklasse und Jobklassenquest. Und sollte euch das, dieser kleine Ausflug hier mit dem Gelehrten ab Stufe 68 gefallen haben oder das auch, was ich hier so produziere für euch, dann schreibt es in die Kommentare, gebt den ganzen einen Daumen hoch, mich wird's freuen und alle weiteren Folgen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wie viel Uhr wir haben, bis zum nächsten Mal, euer Sarina Levis und bis gleich. Tschüss.